Hallo Musti, schön, dass du wieder da bist. Hallo. Erfolgreiches Wochenende liegt hinter euch mit einem 7:0 Auswärtssieg. Wie war die Stimmung auf der Heimfahrt von Neckarsulm nach Stuttgart? Ja, die Stimmung war sehr gut. Also die Stimmung war aber hauptsächlich gut wegen unserem eigenen Spiel. Also da hat der Freiberg noch gespielt und da war das Spiel auch noch nicht aus. Also wir haben uns wirklich für unsere Leistung gefreut und nicht, weil jetzt irgendjemand gepatzt hat. Das kam dann im Nachhinein kurz vor. Ja, mitten in der Fahrt kam das dann auch raus, dass sie da auch für uns gespielt haben. Aber die Freude ist unabhängig davon ja, sehr groß gewesen. Jetzt haben ja die Jungs schon im Pokal gut gespielt, das Auswärtsspiel. Musstest du die jetzt irgendwie erden oder hat der Fokus gleich schon wieder auf das Training stattgefunden? Wir haben uns gefreut, ja, nach dem Spiel in Neckarsulm. Aber dann war am nächsten Tag wieder ein ganz normaler Ablauf. Also wir haben wieder trainiert, haben eine Analyse gemacht. Was gut war, was wir noch besser machen können. Und jetzt steht wieder die nächste Aufgabe an. Also wir freuen uns da nicht 4 Tage lang über einen Sieg, was schon abgehakt ist, sondern wir haben uns dann sofort wieder versucht, auf die neue Aufgabe zu konzentrieren, ja, und die dann anzunehmen. Du hast es vorher angesprochen, die Tabellensituation. Jetzt haben wir den Platz verlassen, sind auf dem ersten, also werden wir jetzt gejagt. Ist das ein anderer Druck oder geht man damit gleich um wieder vor? Nee, ist kein anderer Druck. Wir wollten die ganze Zeit Erster sein, am besten am letzten Spieltag. Ja, aber wenn man uns fragt, ja, ist man lieber Erster oder Zweiter, dann sind wir jeden Tag lieber Erster. Also das ist klar. Also das spielt jetzt keine Rolle, ob wir aktuell Erster oder Zweiter sind. Wir bleiben gleich fokussiert, wir arbeiten gleich, die Stimmung ist gleich. Ich habe jetzt keinen Unterschied gemerkt, ja, als wir Zweiter waren oder jetzt, weil das ist nicht entscheidend, es ist noch nichts gelaufen. Wir versuchen da konzentriert zu bleiben, wissen, wie schwer jede Aufgabe ist und gehen da auch wirklich mit. Klar, mit viel Euphorie, mit viel Mut, aber auch mit viel Respekt an die Sache. Mit Pforzheim kommt ja auch ein anspruchsvoller Gegner. Das Hinspiel war ja jetzt nicht ganz so glücklich, das haben wir auswärts verloren. Was können wir erwarten am Donnerstag? Ja, ein anderes Spiel wollen wir da zeigen. Also Pforzheim hat an diesem Tag verdient gewonnen, ja, aber ist jetzt auch schon eine Weile her. Ich denke, beide Mannschaften haben sich ja, entwickelt irgendwo und stehen jetzt auch anders da, spielen teilweise auch einen anderen Fußball. Und jetzt wird sich zeigen, wer am Donnerstag wieder bereit ist, das Spiel an sich zu reißen. Im Training sind gerade alle da? Ja, waren alle da. Also heute haben wirklich alle mit der Mannschaft trainiert. Alle Keeper, alle Feldspieler. Keiner musste irgendwas aussetzen. Und ja, sehr schön bei diesem Wetter. Alle Mann an Bord zu haben zum jetzigen Zeitpunkt ist natürlich schön. Das heißt für euch Trainer aber auch, ihr müsst jetzt dann irgendwann die Auswahl treffen und alle bieten sich wahrscheinlich an. Ist das eine leichte Situation oder genießt man das als Trainer, wenn alle sich anbieten und da sind? Ja, wir genießen es, absolut. Für die Spieler, klar, ist die Konkurrenzsituation größer. Aber wir haben eigentlich auch Spieler, die ruhen sich nie aus, egal ob wir jetzt 16 Mann haben oder 20. Also jeder ist immer sehr gewillt, auch die Stammspieler ja, oder die sogenannten Stammspieler. Da ruht sich keiner aus auf dem, was er geleistet hat. Und daher ist die Aufgabe eigentlich jetzt nicht schwerer für uns. Passt. Dann sind wir gespannt, wie wir am Donnerstag alles auf dem Rasen sehen. Wir freuen uns und wünschen dir bis dahin noch alles Gute mit deiner Mannschaft. Und vielen Dank. Sehen uns beim Spiel. Ja, bis dann. Danke.